Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast, dem Expertenpodcast für Business Intelligence und Performance Management. Inspirationen, Know-how und Impulse für Controller und CFOs, die noch erfolgreicher sein wollen. Ihr heutiger Gastgeber, Peter Blum. Jetzt sind wir die einzelnen Untersuchungsbereiche detailliert durchgegangen. Wir haben das Gesamtergebnis gewürdigt. Ich vermute, Herr Professor Freitag, jetzt werden Sie demnächst wieder einige Anrufe erhalten, einige E-Mails erhalten, wo Nachfragen entstehen und, ich drücke das mal positiv aus, nachgefragt wird, wie können wir uns verbessern? Rechnen Sie damit auch wieder? Ja, selbstverständlich. Das hatten wir damals auch, als wir das groß im Handelsblatt veröffentlicht haben. Unsere Analysen sind so detailliert, dass mittlerweile die Investor Relations Abteilung ja unsere Ergebnisse sich anschauen können und auch aufgrund der im Internet vorhandenen Excel-Datei, die ich vorhin ansprach, nachvollziehen können, wie die Ergebnisse sind. Sie erkennen also, an welchen Stellschrauben Sie arbeiten müssen. Man kann natürlich jetzt sagen, die Stellschrauben sind klar, aber was ist, steht da für ein Konzept dahinter? Was muss man für ein Konzept initiieren im Unternehmen, um da besser zu werden? Und das können wir nicht machen, das kann nur das Unternehmen machen, was hinter uns steht, nämlich das Unternehmen, das diese Studie auch finanziert, dass wir sie durchführen können. Das ist eine der Big Four-Gesellschaften und die könnte dann zur Verfügung stehen, um dann Beratungspotenzial auch umzusetzen in den Unternehmen. Nicht? Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das war aber nicht Hauptziel der Untersuchung. Wir wollten den Finger in die Wunde legen und sagen, nicht, wie stehen wir international auch da im Benchmark. Die DAX 30 Unternehmen sind ja auch im Benchmark mit anderen Unternehmen zu sehen. Und da haben wir ja erkannt als Information, es geht tendenziell nach oben in der Qualität der Corporate Governance. Die Zeichen der Zeit sind erkannt worden von DAX 30 Unternehmen. Sie haben gerade gesagt, die Studie wird finanziert von einem der Big Four Unternehmen und ich glaube, dann können wir es und sollten es auch direkt sagen. Es ist Deloitte, die diese Studie finanzieren und die aber hier, und das sollte man auch klar zum Ausdruck bringen, ihnen die freie Hand lassen, diese Untersuchungsergebnisse eben neutral und nüchtern zu verarbeiten. Und wer Hilfe benötigt, Sie haben das gerade gesagt, findet natürlich bei Deloitte Hilfe, aber natürlich auch bei allen anderen Unternehmen, die sich professionell mit diesem Thema beschäftigen. Ja, selbstverständlich. Herr Professor Freitag, wenn wir nun alles nochmal Revue passieren lassen, die gesamte Untersuchung, gab es da in diesem Jahr für Sie irgendwelche unerwarteten Ergebnisse? Ergebnisse, wo Sie sagen, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Sie haben schon ein paar angedeutet, aber wenn Sie das nochmal auf den Punkt bringen, vielleicht auch Dinge, die besonders gut gelaufen sind, die sich positiv entwickelt haben. Gab es da irgendwas, wo Sie gesagt haben, das ist ein Highlight, in welche Richtung auch immer, da habe ich nicht mit gerechnet? Also zunächst einmal, ich habe schon erwähnt, es gibt eine kontinuierliche Steigerung der Reporting-Qualität. Mhm. Das ist erstmal erfreulich und wir sind auch ganz stolz sagen zu können, vielleicht haben wir da einen gewissen Anteil, nicht, dass wir mal das untersucht haben, wir werden es ja auch noch weiter untersuchen. Und es deutet auch auf die steigende Bedeutung der Ergebnisse zum Corporate Governance Reporting hin. Trotzdem war ich überrascht, dass immer einige Blue-Chips-Unternehmen die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt haben, ne? Und immer noch hinterherhinken. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Wir werden versuchen, dieses auch zu analysieren in einer weiteren empirischen Erhebung, die wir im nächsten Jahr vorhaben, wo die Einflussgrößen auch dann näher herauskommen. Aber ich denke daran, dass die Unternehmen, die wir gerade diskutiert haben, die hinten noch immer am Ende der Reihe sind, schlecht beraten sind im Augenblick. Nicht? Mhm. Da muss was geschehen. Da muss also das Corporate Governance Reporting verbessert werden.
Man muss aber auch ganz eindeutig sagen, der Trend geht eindeutig nach oben. Insgesamt seit 2016 die drei Untersuchungszeiträume hat zur eindeutigen Verbesserung der Reporting-Qualität geführt. Interessant, wir haben es gerade schon diskutiert, Verbesserungen der Reporting-Qualität konnten wir in den Untersuchungsfeldern Aktionäre, Hauptversammlung feststellen, Aufsichtsrat und Rechnungslegung, Abschlussprüfung zu verzeichnen. Vor allen Dingen im Aufsichtsrat haben wir doch Verbesserungen, obwohl da immer noch Defizite bestehen, festgestellt. Lücken haben wir festgestellt bei immer noch Transparent und Berichterstattung. Da könnte man trotzdem noch nachbessern. Ne? Aber ich gehe fest davon aus, dass die nächste Untersuchung, die wir im nächsten Jahr für 2019 durchführen werden, nochmal eine Verbesserung mit sich bringt. Nicht? Das ist, das zeichnet sich ab. Dazu muss ich sagen, auch die Institutionen, die wir haben in der Betriebswirtschaftslehre, etwa die Schmalenbach-Gesellschaft, hat einen Arbeitskreis Verbesserung des Corporate Governance Reporting, wo also auch der Bundesregierung Vorschläge gemacht werden zur gesetzlichen Weiterentwicklung. Also alle Institutionen arbeiten auch an diesem Thema und das schlägt sich natürlich dann auch in verbesserten Scoring-Ergebnissen nieder. Jetzt haben Sie die Vorschläge zur gesetzlichen Weiterentwicklung angesprochen. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was sagen. Es gibt Novellierungen, anstehende Novellierungen im Corporate Governance Reporting. Und vielleicht zunächst mal, was sind das für Veränderungen, die sich abzeichnen? Und wie werden sich diese Veränderungen dann auch auf Ihre Untersuchung auswirken? Ja, also das sind natürlich gesetzliche Novellierungen, die jetzt bald kommen. Das ist die Umsetzung der zweiten Aktionärsrechte-Richtlinien, also AGUG2, die in einigen Bereichen zur Veränderung der Corporate Governance und den Verpflichtungen zur Corporate Governance führen werden und die Neufassung des deutschen Corporate Governance Codex 2019, der schon veröffentlicht worden ist. Ich will Ihnen ja nun einige Beispiele liefern, die wir dann auch aufnehmen müssen in die etwa Fragen zur Ausweitung des Aktionärsmitspracherechts, nicht? Bei der Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat. Da gibt es die Möglichkeit, say on pay, nicht, dass also die Hauptversammlungen dann über die Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat mitentscheiden. Ein ganz wichtiger Punkt, nicht, in der Corporate Governance, das müssen wir aufnehmen etwa. Die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats ist weiterhin ein Thema im Corporate Governance Codex. Und interessanterweise auch die Abschaffung des sogenannten Corporate Governance Berichts, der immer noch von vom Corporate Governance Codex gefordert wurde. Das heißt, wir haben in Zukunft nicht mehr diesen Corporate Governance Bericht, sondern nur noch die Erklärung zur Unternehmensführung. Nicht? Das macht das auch natürlich auch einfacher, die Untersuchung. Aber das sind so einige Punkte, die da einfließen werden zu den, sagen wir mal, internationalen Entwicklungen. Die zweite Aktionärsrechte-Richtlinie ist ja eine entsprechende Richtlinie gewesen, die umgesetzt wird. Also das wird ganz entscheidend sein und das werden wir dann auch einarbeiten im nächsten Jahr und werden sehen, wie die Unternehmen, die DAX 30 Unternehmen dann schon diese entsprechenden Veränderungen berücksichtigt haben. Und ich habe verstanden, es gibt im nächsten Jahr natürlich eine Fortsetzung der Studie. Sie haben es gerade schon angekündigt und ich vermute, dass wir dann auch in einem Jahr wieder zusammensitzen und uns hier im Podcast die Ergebnisse im Detail anschauen und natürlich auch die Ergebnisse positiv wie negativ, will ich noch nicht mal sagen, sondern wir machen es ja nur positiv, wenn wo etwas negativ ist, da kann man sich verbessern, entsprechend dann auch würdigen. Und das Thema stößt auf großes Interesse und ich bin gespannt, ja, welche Reaktionen Sie mit der Studie erzielen werden. In der Vergangenheit gab es den ein oder anderen Anruf, wir haben schon angesprochen, ich wird interessieren, wie so ein Anruf aussieht, wie der sich anfühlt, wenn hier jemand anruft. Ruft da jemand an? Ist das ein CEO, der hier anruft und sagt, ich brauche da mal Klarheit? Oder wie läuft sowas ab? Ja, nur über den Mailverkehr erstmal. Man bekommt eine Mail und die ist dann sinngemäß, wir haben mit Interesse Ihre Studie gelesen, nicht? Sind aber nicht ganz einverstanden mit Ihren Ergebnissen. Sind Sie zu einem Austausch irgendwelcher Art bereit? Selbstverständlich sind wir das. Wir stellen auch die Informationen zur
zur Verfügung. Das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Arbeit. Und man kommt sogar zu persönlichen Kontakten dann. Wird auch bei den Unternehmen eingeladen. Wir haben auch schon Gutachten erstellt, nicht? Hier vom Lehrstuhl zu unserer Erhebung. Alles das ist ja eine anwendungsorientierte Betriebswirtschaftslehre. So muss ja BWL aussehen, nicht? Dass man zusammen sieht, dass man die entscheidungsunnützlichen Informationen verbessert, die an den Kapitalmarkt geben. Und jedes Jahr ist ein neues Berichtsjahr. Ja. Und was man auch sieht, ist, dass Unternehmen, und Sie haben es angesprochen, die in einem Bericht zwar mal nicht so ganz top waren, in diesem Berichtsjahr sich durchaus entwickeln können und dass Sie in der Untersuchung natürlich auch diese positiven Entwicklungen, auch wenn sie aus konfliktären Gesprächen hinterher auch resultieren, durchaus würdigen und dann auch Ihr Testat sozusagen verbessern. Ja. So ist es und ich freue mich sehr, dass wir wahrscheinlich im nächsten Jahr auch von unserem Sponsor weiter unterstützt werden. Falls das nicht der Fall sein sollte, machen wir die Studie ohnehin weiter. Nicht? Ich habe Mitarbeiter, die auch, das darf ich sagen, ihre Promotionsprojekte auf dieser Studie aufbauen, auf dem Corporate Governance Report. Ich habe 2 Kandidaten, die darüber promovieren. Und insofern ist das auch ein sehr schönes Geben und Nehmen. Nicht? Man kann wissenschaftlich weiterarbeiten und mit einem gewissen Ergebnis auch für den Kapitalmarkt. Herr Professor Freilang, herzlichen Dank für diese Studie und für diesen spannenden Podcast. Und ja, sollen wir es direkt verabreden, dass wir uns im nächsten Jahr, wenn Sie die Fortsetzungsstudie 2020 kommt die raus, also für das Berichtsjahr 2019 erstellt haben, dass wir das auch wieder im Podcast besprechen, weil das Interesse der Hörer an diesen Themen ist gewaltig. Das kann ich Ihnen versprechen und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank.